Herzlich willkommen zum Qualifying von Catch, der deutschen Meisterschaft im Fang. Und sie jagen die Jäger in Richtung Finale. Luke Mockridge und Andrea Kaiser. Und damit einen wunderschönen Fangfreitag hier in Sat 1 bei Catch. Wir sind bereit, 1300 Quadratmeter Parcourswelten sind auch bereit, erobert zu werden. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Catch, der deutschen Meisterschaft im Fangen. Wir haben quasi das Kinderspiel Fangen genommen und in eine olympische Champions League-artige Höhe gehoben. Wahnsinn, was hier die letzten Wochen los war. Und heute geht es genauso spannend weiter. Ja, und was letzte Woche passiert ist, da schauen wir auch nochmal genau drauf. Denn es waren wirklich spektakuläre Bilder. Und ein Mann, der hat uns unglaublich beeindruckt. Dean! Wahnsinn, was für eine Urgewalt, Dean, oder? Dean the Machine, ja, American Footballer war für uns ein bisschen so ein Fragezeichen, ob der überhaupt schnell genug ist, spritzig genug ist für diesen Sport, aber Wahnsinn, was er da geleistet hat. Fabian und Hambüchen, natürlich. Ohne dich hat er es tatsächlich ins Finale geschafft. Ja, letztes Jahr war er in meinem Team, das hat dann für einen spektakulären vierten Platz gereicht. Jetzt letzten hat er sich Platz. Fürs Finale qualifiziert. Unglaublich, mit einem richtig starken Team. Es ist spektakulär, was wir hier Woche für Woche erleben und drei Finalisten haben wir ja schon. Ja, genau. David Odonkor sind dabei. Ja. Die Vorjahressiegerin, also die Titelverteidigerin, Janine Michaelsen. Genau. Und deinen Ex-Kollegen, Teamkollegen. Fabian Hambüchen, der auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die Favoritenrolle für sich gepachtet hat. Aber wir haben 16 neue Sportler, die auch mitmachen wollen. Und bei der, ein Platz ist nur noch frei. Ja, bei der großen Fangmeisterschaft hier in Sat 1. Und diese 16 wollen deutscher Meister am Fang werden. Bitteschön. Team Oliver. Oliver Mommsen, Schauspieler und Team-Captain. Melanie Dischler, Freerunnerin. Felix Vorneck, deutscher Meister am Cheerleading 2018. Yannick Krümmer, Leichtathlet und Footballspieler. Team Edi. Edin Hasanovic, Schauspieler und Teamkapitän. Sissi Hauke, Olympia-Bronze mit der Hockey-Nationalmannschaft. Carlos Meyer, Parcoursathlet und Trainer. Julius Brink, ehemaliger Beachvolleyball, Olympiasieger und Weltmeister. Team Jasmin. Jasmin Gerard, Schauspielerin und Teamchefin. Felix Schmidt, Parcoursathlet. Markus Füller, Medizinstudent, Fußballass und Gewinner der Wildcard. Lukas Bönninghausen, dreifacher deutscher Meister im Hip-Hop und Profitänzer. Team Mike. Mike Singer, Sänger und Teamkapitän. Kevin Rutkowski, Parcoursportler und Trainer. Zeyna Nasser, deutsche Boxmeisterin. Philipp Boy, mehrfacher Europameister im Kunstturnen. Ja, und damit ganz offiziell herzlich willkommen bei Catch. Weißt du, was ich an dieser Show am meisten liebe? Egal ob Promis, ob Wildcard-Gewinner, also ganz normale Zuschauer, die sich beworben haben oder eben wirklich die fittesten Profisportler, am Ende dieser Show fehlt allen die Puste. Es ist wirklich eine unglaublich sportliche Leistung. Deswegen auch Respekt an unsere Teamkapitäne, an unsere Prominenten, die hier heute auch sich stellen und mitmachen. Jasmin Gerard. Jasmin Gerard, ladies and gentlemen. Hello. Ja. Du machst jetzt noch einen sehr fitten, positiven Eindruck. Hast du die Show verfolgt? Inwieweit hast du Angst bzw. Respekt oder bist du voller Vorfreude? Alles zusammen. Ja. Tatsächlich alles zusammen. Also ich dachte auch bis zu den Proben noch, ich wäre relativ fit. Es ist unfassbar, wie unfit ich gegen meine Teamleute bin oder auch gegen die anderen Teams. Umso schöner, dass du dich dieser Herausforderung stellst. Ja. Oliver Mommsen, du bist unser ältester, es ist uncharmant, dass du sagst, da ist unser ältester Catch-Teilnehmer. Ja. Aller Zeiten. Man darf es sagen, du siehst aus wie 30. Das hast du süß gesagt. Ja, aber als Tatortkommissar bist du natürlich also was ja, aber im Drehbuch steht, Stedefreund fängt den. Da darf ich dem jungen Kollegen sagen, der schneller ist. Pass mal auf, hast du das Drehbuch gelesen? Du musst langsam rennen. Heute gibt es kein Drehbuch. Nein, kein Drehbuch. Heute geht's frei nach Schnauze. Gibst du den Wettkampf. Neben dir der jüngste Teilnehmer, Mike Singer, ist heute hier. Das klingt gut. Ich freue mich, da hier zu sein. Dankeschön. Schön, dass du da bist. In deinem Fragebogen, es gibt einen kleinen Fragebogen, den die Promis immer ausfüllen, hat er gesagt, ob er mal Sport gemacht hat. In meiner Kindheit habe ich Fußball gespielt, also vor zwei Wochen. Oder? Er ist süße so 19 Jahre. Oder so. Ja, bei Instagram hast du viele Millionen Follower, heute hast du nur die drei, aber die werden dich jagen wie noch nie in deinem Leben. Also zieh dich ganz warm an, Mike Singer, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Edin. Ja. Luke.
Du bist einer der angesagtesten jungen Schauspieler gerade in Deutschland. Berlinale gut verkraftet, da geht es ja manchmal ein bisschen ungesund zu auf den Aftershow-Partys. Damit habe ich nichts zu tun, ich distanziere mich von Drogen und Alkohol. Ein vernünftiger Schauspieler. Sehr, sehr gut. Das fängt ja gut an. Sag mal, ja. Aber du hast alles abgeräumt an Schauspielpreisen. Hast du auch irgendwas sportlich mal gewonnen? Ja, ich habe den Braungürtel in Karate, darauf bin ich sehr stolz. Und habe eine Medaille und einen Pokalmarder bekommen. Aber das ist auch gefühlt 50 Jahre her. Jetzt stapeln Sie alle noch tief. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist noch sehr bescheiden alles. Ja, wir wollen aber mal gucken, wie ihr euch schlagt. Und wir Fernsehmacher, wir sagen ja eigentlich immer alle, lasst uns schnell in die Sendung kommen. Genau das tun wir. Wir halten die Klappe und starten mit dem ersten Match. Time out. Ja, man muss so lange wie möglich entkommen. Das ist hier die Challenge bei Time Out. Aber es lohnt sich jetzt doch noch ein bisschen innezuhalten und bei den Regeln ganz genau zuzuhören. Drei Spieler eines Teams müssen versuchen, einem gegnerischen Fänger so lange wie möglich zu entkommen. Wer gefangen wird, ist sofort raus. Es gibt zwei Felder, auf denen man vor dem Fänger sicher ist. Aber Vorsicht, jedes dieser Felder bietet nur für 10 Sekunden Schutz. Die maximale Spielzeit beträgt 90 Sekunden. Das Team, dessen Läufer addiert am längsten entkommen können, gewinnt 20 Punkte. Die nachfolgenden bekommen 10 und 5 Punkte. Der Fänger, der alle drei Gegner am schnellsten fangen kann, bekommt 5 Bonuspunkte. So, wir wollen jetzt natürlich mal auf unsere Spielpaarungen sehen. Wer fängt zuerst? Und das ist Team Jasmin Gerard. Fängt zuerst Team Mike Singer. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, erstmal festzulegen, wer ist Fänger, wer läuft weg. Ja, ich habe mich jetzt mal zu unserem Dienstältesten, zu unserem Catch-Senior dazu gesellt. Geht das jetzt die ganze Sendung so? Das kommt drauf an, wie du dich schlägst. Ihr müsst euch jetzt mal einloggen. Ihr braucht einen Jäger und drei Läufer, die weglaufen. Felix, möchtest du mal? Ich logge ein, aber geheim, ja? Du loggst geheim ein. Was sind so eure Aufgabenbereiche? Yannick, du kommst aus dem? Aus der Leichtathletik. Aus dem Leichtathletik. Melanie? Aus dem Freerunning-Parcours. Freerunning, Felix? Ich mache tatsächlich Cheerleading. Ja. Er hat sie alle mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, wir hier sind eingeloggt. Es kann losgehen. Ja, und ich bin gespannt, wer denn wirklich zuerst fängt und wer weglaufen darf. Also was anstrengender ist, da fragen wir natürlich danach. Jetzt schauen wir aber erstmal, wer sich wie festgelegt hat. Alle sind da. Und wir sehen da unser Wildcard-Gewinner. Also einer von wirklich tausenden Bewerbern, die sich hier freiwillig beworben haben und gesagt haben, ich bin fit genug, ich kann mitmachen, tritt für Team Jasmin Gerard an. Und der wird erstmal das Team Mike Singer fangen. Match 1 ist für die Fänger ein Solo. In diesem Fall also für Markus in Gelb und für die Läufer in Orange ein Mannschaftssport. Taktisch kann die Überzahl schon ein großer Vorteil sein, vor allem wenn man eben auch die Schutzzonen geschickt einsetzt. Die Zeit ist reif, würde ich sagen. Sowas von reif für einen weiteren packenden Catch-Abend. Und der beginnt mit Lauf 1 von Timeout. 3, 2, 1, Catch. Zuerst hat er es auf Kevin abgesehen. Und Mann, bist du da schnell unterwegs. Klasse von Markus, der eh sagt, die Geschwindigkeit ist sein großer Trumpf. Zeyna, du kannst auch die Häuser nutzen. Du bist erwischt worden. 15 Sekunden, was für ein Schnellstart in Gelb. Könnte möglicherweise schon der Bonus auch sein für den schnellsten Catch aller drei Läufer überhaupt. Das wissen wir erst nach Lauf 4, so viel ist klar. Aber für die anderen schon mal auch. Ein Lauf mit riesigem Lerneffekt. Die Orangenen haben die Häuser komplett missachtet. Ihr müsst da rein, ihr seht das jetzt, um auch zusammenspielen zu können. Insgesamt ist das Team Mike 45,6 Sekunden davon gekommen, weil ihr eben die Zeit aus den Häusern dazu addiert bekommt. Aber 45,6 Sekunden, da lege ich mich jetzt schon fest, das wird geknackt werden. Wir kommen zu Simon. Zeyna, Berlinerin, ihr seid doch eigentlich Hausbesetzer in Berlin. Warum seid ihr nicht ins Haus reingegangen? Ach Mann, also ich komme ja vom Boxsport und da ist es halt so, dass ich mich eigentlich der Gegnerin stelle und nicht wegrenne. Ja. Deswegen es ist mir schwer gefallen. Kann ja vom Glück reden, dass du es nicht gemacht hast. Du kommst vom Boxsport, hast du schon gut gesagt. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was Zeyna da so genau macht beim Boxsport. Zeyna Nassar.
21 Jahre, 1,66 Meter, 57 Kilo, Boxerin. Sorgt 2013 dafür, dass auch Frauen mit Kopftuch bei Boxwettkämpfen antreten dürfen. Studiert in Potsdam Soziologie und Erziehungswissenschaften. Nebenbei seit 3 Jahren am Theater aktiv. Fünffache Berliner Boxmeisterin. 2018 Deutsche Meisterin im Boxen. Zeina Nasser. Ich würde sagen, damit gehen wir weiter. Dir noch alles Gute. Dankeschön. Du wirst dann steigern und ich gebe wieder an zu Jan. Wunderbar, und Zeina hat schon gezeigt, die Links-Rechts-Kombinationen sitzen bei ihr auch beim Laufen. Sie ist am besten weggekommen beim Team Orange. Jetzt haben wir also jemanden in Türkis, Carlos, ein Parkourer. Die fühlen sich hier super wohl. Mini-Hinweis an alle in Lila, nutzt die Häuser, sonst habt ihr gegen Carlos, glaube ich, relativ wenig Chancen. 3, 2, 1, Catch. Zuerst die Jagd auf Olli, aber Olli ist super im Antritt und dann auch schnell weg. Jetzt ein tolles Zusammenspiel in Lila. Yannick, du brauchst schnelle Meter. Wahnsinniger Richtungswechsel. Carlos darf nicht durch die Holzer durchgreifen. Ihr spielt es als Team und zwar fantastisch bis hierhin. Sehr, sehr gut. Kaum Zeit weg aus den Häusern, Olli. Ja, jetzt hat er dich, aber bis hierhin ganz, ganz stark von euch. Auf Melanie, rein, Melanie, da bist du dran nach 32 Sekunden. Und jetzt haben wir ein 1 gegen 1. Melanie raus aus dem Parcours, wunderbar. Und jetzt durch den Raumtrenner hindurch. Yannick, wenn du berührt wurdest, musst du die Hand heben. Fairness. Oh, ne? Du pustest ja schon so kräftig durch, Carlos. Auf geht's. 50 Sekunden vorbei, mobilisier noch mal all das, was in dir drin ist. Ihr seht alle, es ist anstrengend. Yannick wird erwischt nach 59 Sekunden, aber die Bestzeit ist aufgestellt fürs Erste, was das Weglaufen angeht vom Team Lila. Gut gemacht, Carlos. Aber es war schon mal so ein erstes Lehrstück auch in Sachen Hausbesetzung, erfolgreiche Hausbesetzung. Melanie, hast dich klasse geschlagen. Irgendwann auf der Außenbahn aber keine Chance mehr gehabt, wegzukommen. Carlos, ein erfolgreicher Jäger. Hier wird es dir allerdings auch relativ leicht gemacht von Yannick. Da gibt es nur das Seepferdchen-Abzeichen der Fängerkunst. Wir gucken auf die Zeit, würde ich sagen. In Summe 2 Minuten und 11,5 Sekunden. Ein neuer Bestwert. Respekt dafür. Und es kommen 2 neue Arbeitsgemeinschaften in die Mitte, wobei Türkis bleibt. Denn jetzt haben wir 3 Läufer in Türkis. Unter anderem den Captain mit Edin Hasanovic. Wir haben Sissi mit dabei. Wir haben Julius Brink mit dabei. Und um all die kümmert sich ein herausragender Turner früherer Tage, der uns jetzt zeigt, was er in diesem Parcours so zu leisten imstande ist. Philipp, du bist dran. 3, 2, 1. Catch. Erstmal Sissi in den kleinen Schreck einjagen, die kommt nicht rechtzeitig ins Haus und ist ganz schnell raus. Edin, du auch. Philipp, du musst ja noch so frisch sein, ja? Jetzt parkt Julius da ein bisschen. Darf er ja auch. Die Zeit läuft aber runter. Irgendwann muss er sich entscheiden, Julius, in welche Richtung du dich auf den Weg davon machst. Anderes Häuschen vielleicht, ja? Immerhin die Häuser. Bisschen Abstand halten, Philipp. Stimmt. Aber du machst es gut. 4, 3, 2, 1. Und jetzt darfst du durchgreifen, Philipp. Da ist keine Zeit mehr im Häuschen, die Schutz bietet. Mal eine ganz andere Herangehensweise in Türkis. Wir werden gleich sehen bei der Gesamtzeit, was dabei rauskommt für die Türkisen. Schade, da fehlte dir, Sissi, nur ein halber Meter, um da ins sichere Häuschen zu kommen. Edin hat einen Plan, aber Philipp ahnt alles voraus. Ja, und dann ein schönes Duell zwischen Julius und Philipp. Viel Spaß bei der Arbeit, die beiden. Und wir gucken mal auf die Zeit, würde ich sagen. 45,6 Sekunden, keine Zeit, die aus den Häusern dazukommt. 45,6, also um und bei das, was auch das Team Orange geschafft hat in Lauf Nummer 1. Luke, du bist auf Stimmenfang.
Mensch, Julius, das war natürlich eine extrem spannende Taktik, die du da gefahren hast. Du hast dich ins Haus gestellt und wie so ein Berliner Türsteher gesagt, nee, hier kommt keiner mehr rein. Ja, heute geschlossene Gesellschaft. War zwar in Mathe nie so richtig gut, aber ich wusste, dass ich da ein paar Sekunden machen kann. Ja, ja, du hast das Haus komplett ausgenutzt, ja. Und dann in der freien Wildbahn hast du ganze 3 Sekunden überlebt, bis dann Philipp, bis dann Philipp zugeschlagen hat. Edin, bist du zufrieden mit deinem Team? Ja, bin ich, aber der Boy, der war gut. Das muss man einfach anerkennen. Der Boy war gut und damit wieder zurück zu dir, Jan. Wir haben Felix als letzten Fänger in Lila. Die Gelben stellen sich mit Jasmin noch mal neu auf. Kleine Info nur für Gelb. Aktuell würdet ihr den Bonus kriegen für euren Catch in 25,6 Sekunden. Also ihr seid gut auf Kurs. Und wenn ihr jetzt noch eine gute Zeit zu dritt hinlegt, dann hagelt es richtig Punkte für euch bei Timeout. 3, 2, 1, Catch. Felix verpuppt sich gleich mal in Jasmin, die wird relativ schnell gefangen. Jetzt haben wir Lukas im Duell. Ja, das spielt ihr ganz gut. Genauso spielt man das auch dann taktisch richtig. Jetzt muss ein bisschen Bewegung rein. Ja, er galoppiert sich da ganz kurz, Felix, und ist jetzt draußen. Lukas, du hast eben gesehen, nur stehen bringt nichts. Nimm eine kleine Idee mit raus, aus dem Häuschen. 2-1. Ja, du brauchst den Richtungswechsel. Bleib in Bewegung, du bist noch frisch. Toll gemacht von dir, Felix Fornek als Fänger für Lila. Da gibt's Applaus von Olli, von Milli und auch von Yannick. Wir sehen die Action. Ja, zuerst Jasmin dir vorgeknöpft. Dann hast du auch relativ schnell bei Felix zugeschlagen. Der sieht man mal. Wenn man einmal so ein bisschen den Halt verliert, ist es nahezu unmöglich, dann noch wegzukommen. Lukas, du hast noch ein paar, ja, nicht ganz unwichtige Sekunden gesammelt. Und Simon übernimmt. Felix, du bist Cheerleader. Hast du nicht mal überlegt, vielleicht zum Football zu wechseln? Das war ja Wahnsinn. Cheerleading gefällt mir bis jetzt ganz gut. Oh, da sind die Cheerleader. Die haben natürlich Angst, sich zu verlieren. Du hast ja den Vorgarten sauber gehalten wie so ein Südstaatenrentner. Runter von meiner Veranda, ihr Hippies. Puh, war nicht an dich gerichtet, Lukas. Aber schneide deine Haare. Ich gebe zurück. Diesmal an Andrea. Dankeschön. Wahnsinn. Das war schon mal eine richtig gute Spielrunde. Und du hast gemerkt, die Profisportler, selbst die, ich meine, unser Julius, der hat Olympia Gold im Beachvolleyball geholt und selbst der hat geschnauft wie so ein Walross nach einer Jagd. Ja, Wahnsinn. Also jede Sportart hat seine Pros und Kontras in diesem Spiel, in diesem Wettbewerb. Aber dass ein Cheerleader hier so geil abschneidet, ist natürlich eine Riesenwerbung für diesen fantastischen Sport. Wahnsinn. Das ist wirklich so spektakulär und es macht noch dazu Spaß. Und wir wollen mal schauen, was bringt das Ganze für unsere Kandidaten in Punkten. Schauen wir mal hier rein, wer am meisten Zeit hier erlaufen hat. Da sieht's so aus. Also, die meiste Zeit hat hier Team Oliver errannt. Danach Team Jasmin und Team Oliver bekommt 20 Punkte dafür. Team Jasmin 10, jeweils 5 Punkte gibt's für Mike und Edin. Und Bonuspunkte gibt's auch noch, und zwar für Team Jasmin. Da hat unser Wildcard-Gewinner Markus einfach mal den schnellsten Catch gemacht. Wahnsinn. So, und bei uns geht's jetzt auch direkt weiter. Ich finde, wir haben uns genug ausgeruht. Jetzt wollen wir richtig Action haben. Wollte gerade sagen, wir haben nämlich noch eine Kleinigkeit aufgebaut. Dafür brauchen wir eine... nimmt mal die Füße in die Hand, Kollegen. Es gibt einen kleinen Wandertag. Wir alle gehen mal zu unserer Baustelle. Ja. Mhm. Jasmin, komm zu mir. Du hast das natürlich klasse gemacht gerade, ne? Du hast bis jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde in dieser Sendung und hast gerade ganze 4 Sekunden überlebt. Wie fühlt sich das an? Ziemlich geil. Ja, ist gut, oder? Ich war aber auch in dieser Runde, das war auch nicht mein Spiel. Ich bin auch relativ früh gecatcht worden. Aber deine Leistung ist, es ist ja eine Teamsportart und ihr seid auf dem 2. Platz immerhin. Yay! Also. 2. Platz für Jasmin Gerard und das nächste Match, das heißt so. Under Construction. Du hältst dich fit mit Yoga, Pilates und ich habe gelesen, diversen Kursen im Fitnessstudio. Was machst du so? Bauch, Beine, Po. Nein, es gibt Bauch, Beine, Po. Nein, es gibt mittlerweile so coole Sachen, die du machen kannst. Aber ich merke einfach, ausdauermäßig kann ich da noch ein bisschen nachlegen. Ausdauermäßig könnte da noch ein bisschen... Lauch, Beine, Po heißt der Kurs, wenn ich den mache übrigens. Lauch oder Lauf? Lauch, Beine, Po. Ja, kommt ruhig ran. Kommt ruhig ran. Das hier ist das Monstrum. Das hier sind die Regeln von Under Construction. Die Spieler müssen einen 2-stöckigen Hindernisparcours bewältigen. Ein Fänger tritt gegen einen Läufer an. Der Läufer startet mit einem Vorsprung.
Im Parcours sind 5 Buzzer positioniert, die der Läufer drücken kann, um sich einen Bonus zu erspielen. Für einen erfolgreichen Catch bekommt der Fänger 15 Punkte. Für erfolgreiches Entkommen erhält der Läufer 10 Punkte. Der Läufer, der es schafft, die meisten Buzzer zu drücken, ohne gefangen zu werden, bekommt 10 Bonuspunkte. Ja, dieses Spiel hat es wirklich in sich. Überall anders gibt es irgendwas mit Sand oder Wasser oder irgendwas ist gepolstert. Das hier ist Stahl pur. Das ist gepolstert. Nee, und das ist richtig anstrengend. Und ja, ich verarsche dich manchmal gerne, weil du es noch nicht geschafft hast, ins Finale zu kommen. Nein. Aber du bist fit und wie das aussieht, wenn du läufst hier, das schauen wir uns auch mal an, weil es ist so anstrengend. Also es ist wirklich unglaublich. Also ich habe einen kleinen Probelauf mal gemacht in Straßenklamotten. Man muss hier drunter drüber. Das hier ist ein kleines S, was man laufen muss. Die Buzzer sind wichtig. Das gibt extra Punkte und hinten wird die Ente fett. Also man muss versuchen, die Buzzer weitestgehend zu berühren. Das ist jetzt mein Tempo, wenn mich keiner jagt. Hier nehme ich den Buzzer nochmal im Nachhinein mit. Diese schweren Boxsäcke können auch als Vorteil geben, wenn der andere sie auf den Kopf bekommt, haben wir auch schon mal gehabt. Ja. Genau. Und hier, das ist richtig anstrengend, diese 30% Steigung. 30% Steigung. Das sieht man dir da auch schon an. Ja, jetzt ist der Akku auch langsam leer und jetzt ist nur noch Zahnfleisch, auf das man läuft. Mit offenen Schnürsenkeln, das hätte auch noch mal richtig schief gehen können. Hier durch das übrigens. Loch, das Faisal Kawusi niemals durchqueren könnte. Und hier leidest du schon richtig. Und wer sie jetzt zu Hause denkt, so wie ich, oh Mensch, guck mal, der Luke ist gar nicht richtig fit. Du bist verdammt fit, aber das ist einfach genauso anstrengend. Auch unsere Profisportler hängen da dann in unserer Schnitzelgrube genauso drinnen wie du. Und mein Handy liegt da drin auch noch irgendwo. Ich habe seit diesem Sprung nicht mehr gesehen. Vielleicht finden wir es ja heute nochmal. Ja. Wir starten jetzt direkt und wir haben folgende Paarungen. Also Team Oliver tritt gegen Team Edin an. Und da sehen wir, dass der Yannick gegen Carlos jagt. Kommt zu uns, Carlos. Yannick, kommt zu mir. Carlos, du bist Parcourer, aber wir haben gerade schon gesehen im Match, dir ist mal ganz schnell auf die Puste ausgegangen. Ist das so eine Eigenschaft, dass ihr zwar gut seid in der Action, aber in der Ausdauer nicht ganz so stark? Also ich will nicht für alle sprechen, aber es ist auf jeden Fall für mich ein Defizit, meine Ausdauer. Also das heißt, Yannick, du könntest durchaus Chancen hier haben. Ich habe schon Respekt vor ihm, gerade bei den Parcours-Sachen, aber ich glaube Sprungkraft und Schnelligkeit, da muss ich ihn holen. Wir sind gespannt. Also unser Baumeister Jan Platte übernimmt. Ihr geht an den Start, 3 Sekunden Vorsprung gibt es und wir wünschen uns viel Spaß und euch keine blauen Flecken. Lila und Türkis machen den Anfang in unserer 100 Meter langen Boa. Construction und ich bin gespannt, wie fit Carlos ist, der gerade schon ganz schön Körner lassen musste. 3, 2, 1, run. 3, 2, 1. Carlos mit ein paar Sekündchen Vorsprung. Die Frage ist, traut er sich den ersten Buzzer mitzunehmen? Nein, er sieht auch gleich, da ist mir Yannick zu sehr im Nacken. Das lasse ich bleiben. Rechts, der nächste Buzzer, den nimmst du mit. Ja, und jetzt ist genau das, was Luke eben auch angesprochen hat. Die Boxsäcke helfen einem mitunter enorm. Aber auf der Strecke macht Yannick mit seinen langen Beinen richtig Meter gut geschmeidig. Ist das von dir? Super ist das von dir. Carlos, wie schnell bist du denn jetzt, bitteschön? Fantastisch. Das ist so gut gemacht. Noch 10 Meter in etwa bis zum 10 Meter Sprung. Er geht auf die Punkte. Was für ein Finish. Du musst springen! Boah! Und schaffst es gerade noch rechtzeitig! Du coole Socke! 10 Punkte für das Team Türkis von Edin. Einen Buzzer hast du immerhin mit ins Ziel gerettet. Die Buzzer zählen am Rande, nur wenn man es auch bis ins Ziel schafft. Ansonsten sich auf Buzzer konzentrieren, das macht dann auch keinen Sinn. Man muss schon auch durchkommen. Und diese Schräge da, die kostet so viel Kraft. Das haben alle gesagt, die in der Probe mal kurz angetestet haben, wie dieser Parcours ist. Da gibt es kein Hindernis, aber die Steigung macht einem zu schaffen. Man hat halt auch schon vorher ein bisschen was in den Beinen. Der Sprung ist eine 1 und du schaffst es gerade so ins Finish. Am Ende belohnst du dich und dein Team. Das werden wir gleich sehen. Mensch, du kommst da gerade noch hoch mit 10 Punkten für den erfolgreichen Lauf. Und ich rechne die nur zu gerne ein. Beziehungsweise Simon, rechne du doch mal für uns. Ich kann nicht rechnen. Carlos kann, glaube ich, auch gar nicht rechnen. Ich wollte ihn interviewen und hätte nur gesagt, bitte frag den anderen. Bitte frag den anderen. Deswegen, Yannick, du hast ihn fast. So knapp war's. Was war los? Warst du dir schon sicher? Ich habe kurz gezögert, weil sein Fuß quasi echt vor mir war.
ob ich jetzt einfach gar nicht über den nächsten Netz springe. Und die Schuhe waren offen, da dachte ich, komm, dann bin ich in die Schuhe. Dann habe ich kurz gezögert und dann hing ich so halb im Netz. Da sieht man es nochmal in der Slow-Mo. Jetzt darf hast ich du eigentlich dein Zimmer zuschnappen müssen. Und dann hänge ich im Netz. Und dann hängst du im Netz. Ich gebe zurück zu Andrea. Dankeschön. Also zumindest als Zuschauer macht diese Baustile richtig viel Spaß. Nicht ganz so viel Spaß, wenn man da rauf muss. Luke hat es schon ausprobiert. Ich habe das schon gemacht. Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Irgendwann mal da, ab dem letzten Drittel ist auch alles an Puste weg. Und dann geht es wirklich nur noch ums blanke Überleben. Und ich frage mich jetzt hier, wie das Felix-Duell hier funktionieren wird. Felix gegen Felix. Parkourer gegen Cheerleader. Das schauen wir uns jetzt mal an. Felix Formek. Jahre. 1,74 Meter. 71 Kilo. Cheerleader. Schon immer ein großer Fan des Turnsports. Fängt 2008 das Cheerleading an. Seit 2013 bereits viermal Teil des Cheerleading-Teams Germany. 2017 Platz 4 bei der Weltmeisterschaft in Disney World Orlando. Darf sich 2018 als amtierender deutscher Meister mit seinem Team bei den Olympischen Spielen in Korea präsentieren. Wir wollen mal sehen, wer schneller ist und vor allem, wer sich hier drin eine bessere Figur macht. Bitte geht auf eure Position. Machen wir. Fair Play gibt es hier bei uns sowieso immer und Jan Platte gibt es obendrauf. Ja, wie fix ist Felix? Eine Frage, zwei Antworten, die wir jetzt zu sehen bekommen beim zweiten Lauf von Under Construction. 3, 2, 1, Run. 3. Der Cheerleader beginnt, der Parkourer und Freerunner kommt gleich hinterher. Erster Buzzer wird missachtet. Das werden wir noch häufiger sehen. Sie haben beide Schoner an. Die können wunderbar eingesetzt werden, um auf den Boden zu beschleunigen, zu rutschen. Ja, du kommst da sehr gut durch, Lila Felix. Er nimmt ganz ruhig den ersten Buzzer mit. Boah, das ist wirklich alles im Fluss in Lila. Das ist sehr, sehr gut, aber du kriegst ein bisschen Druck von hinten, wenn ich dir nur ein bisschen was an die Hand geben darf. Zweiter Buzzer. Aber jetzt musst du aufpassen, dich nicht verstolpern. Letzter Sprung. Oh ja, voll vollendet. Mit Doppelsalto rein ins Ziel. Also Team Lila, das Team von Olli, das punktet und punktet und punktet. Der Team-Captain anscheinend auch mit guten Instruktionen. Und sie werden aber sowas von klasse umgesetzt. Ja, es ist einfach eine Kunst, hier so geschmeidig durchzukommen. Aber man sieht auch, ja klar, Cheerleader Felix. Auf der anderen Seite trainiert er eben auch viel im turnerischen Bereich, ist Akrobatiker. Ja, das kann sich alles sehen lassen. 10 Punkte gibt's für das Team von Olli obendrauf. Ihr bleibt natürlich ganz oben. Wir haben wirklich eine Premiere. Zum ersten Mal traut sich ein Promi in unsere Baustelle. Wahnsinn. Ja, gegen einen Parkourläufer, also meine Chancen stehen 50-50. Bereust du schon? Klar, nein, auf keinen Fall. Hallo? Aber du hast doch eben einen perfekten Lauf von Felix im Cheerleader gesehen. Der hat wirklich keinen Fehler gemacht. Der ist so Wahnsinn. Flüssig dadurch. Ja. Und dann noch hier runtergesprungen, als würde er hier gerade Kunstturnen machen. Doppelsalto. Konntest du irgendwas abgucken, Edin? Ja, flüssig durch. Flüssig durch? Ja, einfach flüssig durch und dann, ja. Okay. Kevin? Ja, das ist richtig, ja. Gibst du ihm so ein bisschen Chance? Wir werden es sehen. Ich gebe dir eine Chance. Ja, wir sehen uns später. Wir wollen uns diese Chance anschauen. Dann geht mal auf eure Position, ihr beiden. Kevin und Edin. Kevin läuft weg. Mal gucken, wie gut er das tut. Edin, du nimmst die Verfolgung auf. 3, 2, 1, Run. 3. Ganz wichtig, da vorne eins, gleich gut drunter und drüber zu kommen. Edin, das sieht klasse aus. Das ist ein toller Antritt. Kevin. Gut unter den Stangen hindurch, da wird es ein Mini-Tick langsam. Aber Edin, du bist ganz, ganz stark unterwegs. Jetzt den Boxsack aus dem Weg räumen, rüber über die Rolle. Kevin, jetzt hast du Zeit eigentlich für den Buzzer. Machst du schlau, ja, so diesen Sprung da drüber, über die knapp 1 Meter. Weiter, weiter.
Das ist ein bisschen riskant. Da verstolpert sich Edi ein bisschen. Schade für das Team Türkis. Da bringst du dich selber so ein bisschen aus dem Tritt. Die Rolle gibt nicht so wahnsinnig viele Haltungsnoten. Du bist dran, Edi. Du bist komplett dran. Edi, dadurch, du hast ihn. Was ist denn das? Gefühlter Kevin doch schon weg. Und dann schlägt Edi zu. Im wahrsten Wortsinn. Ein sehr verfänglicher Parcours dann doch für Kevin und das Team Orange. Das hätte ich nicht gedacht. 10 Sekunden zuvor sah alles noch so gut aus. Da bleibst du komplett hängen, Kevin. Und das nutzt Edin sofort aus. Ganz, ganz stark, Edin, wie du das machst. Und da sehen wir so ein bisschen das Corpus Delicti. Der eine fliegt geschmeidig durch und tickt ab. Der andere bleibt hängen und kann keine Punkte machen. Es gibt 15 Zähler für den ersten erfolgreichen Catch bei Under Construction an diesem Catch-Abend. Team Edin gleich auf mit Team Oliver. Also ich bin ganz ehrlich, Alter, schwer beeindruckt. Wahnsinn! Ich schaue mir ab jetzt jeden Film an. Der lässt sich nicht dubeln. Aus Edin Hasanovic wird Edin Hazard. Also Wahnsinn, wie schnell der war. Unglaublich. Ein Wahnsinn. Schauspieler fängt einen Parcourer, das gibt's echt nur bei Catch. Also besser kann man es einfach nicht machen. Ihr seid jetzt unter Druck. Also ja. Philipp Boll, ehemaliger Turner, du bist jetzt unter Druck, auch für dein Team jetzt wirklich zu punkten. Du kannst auch richtig gut tanzen. Du bist Profitänzer, deutscher Meister. Wer schwingt jetzt von euch beiden das bessere Laufbein? Das schauen wir gleich. Ich darf ihn jagen. Das heißt, das macht mehr Spaß. Mich freut sowas mehr. Ja. Und Lukas, kein Druck. Du müsstest alle Buzzer drücken, um also 4 Buzzer von 5 müsstest du drücken, um dir die Bonuspunkte zu holen. Und das kann dein Team gebrauchen. Okay. Mhm. Seid ihr bereit? Ja, wir auch. Also hol ihn dir. Okay. Magnesium an die Turnschuhe und an die Hände. Ja. Los geht's. Geht nochmal die Sohlen Position sauber machen. Das macht einen Riesenunterschied, hast du mal erzählt. Das macht einen Riesenunterschied, wenn man die Sohlen sauber hat. Kannst du dir nicht vorstellen, bei meinen High Heels, aber auch egal. Jan, übernimm. Das letzte Match. Luke hat schon den Buzzer-Tipp gegeben an Lukas. Also 4 brauchst du für den Bonus. Den hätte aktuell das Team Lila. 3, denn dann seid ihr gleich. Das gebe ich dir. Bei 4 gehört er dir alleine. Ihr wollt los. 2, dann lass ich euch. 1, Run. 3. 2, auf geht's, 1, Lukas. Ja, catch. Für die Größe, die er mitbringt. Mit 1,85 Meter macht er das sehr, sehr ordentlich da zu Beginn. Boah, aber Philipp ist schnell und diese Hindernisse da mit rauf, runter, das macht ihm überhaupt nichts aus. Box sagt noch weg. Das ist eine gute Beschleunigung auf der Schräge von Lukas. Ganz, ganz stark, Lukas. Aber jetzt kommt Philipp. Oh Mann, das sieht gut aus da. Für Philipp, der muss aber mal kurz die Rolle einlegen. Das war eben die entscheidende Stelle. Das gibt's nicht. Ein Turner verhaspelt sich am Schwebebalken. Das ist eine Geschichte, die gibt's nur bei Catch. Philipp, ich hoffe, alles ist okay. Wir gucken gleich danach. Da bist du hängen geblieben. Wahnsinn. Auf jeden Fall der erfolgreiche Lauf für Lukas. Das sind die 10 Punkte. Für Lukas und das Team Gelb. Philipp, da war auf einmal Schicht im Schacht. Was ist passiert? Ich habe hier versucht zu springen, also einen größeren Sprung zu machen und die weiche Unterlage, ja, da bin ich irgendwie umgeknickt. Bist du umgeknickt, aber meinst du, es geht weiter? Kannst du stabilisieren? Kannst du? Ich denke schon, ja. Geht weiter für dich. Also, tu dir nix. Mit einem Kinderspiel hat das hier gar nichts zu tun. Catch ist beinharte Realität, hier geht's knallhart zur Sache. Philipp, und jetzt begleite ich dich mal hier für den Rest, weil wir sind wie bei Cool Runnings, wir laufen den Lauf zu Ende. Und zwar unter Applaus des Publikums laufen wir den Lauf zu Ende. Vielleicht kriegst du ihn ja noch. Und einmal drunter. Wir schauen jetzt natürlich erstmal auf die Punkte. Lukas hat für Team Jasmin 10 Punkte erlaufen. Und dann gibt es auch noch für Oliver nochmal Punkte obendrauf. Die Bonuspunkte. Unser Cheerleader Felix hat 3 Buzzer gedrückt. Und das bedeutet nochmal 10 Punkte. Und damit sieht es so im Gesamtranking aus. Team Oliver geht auf Platz 1. Danach Edin, Jasmin und Mike. Luke, es gibt keine guten Nachrichten von Team Mike Singer, gell?
Ja, es ist tatsächlich traurige Gewissheit geworden. Fangen ist kein Kinderspiel und Philipp Boy musste das jetzt schmerzhaft erfahren. Was ist passiert? Eben bei Under Construction, ist das richtig? Das ist richtig. Ja, eine kleine Unaufmerksamkeit auf der weichen Matte, dann nach außen umgeknickt. Und da, wo halt das Adrenalin noch da ist, da dachte ich, ja, okay, komm, kriege ich hin, geht weiter. Aber jetzt haben wir gerade mit der medizinischen Abteilung gemerkt, jeder Schritt ist ein stechender Schmerz. Da taumelt er. Und jetzt sieht man, klack, einmal nach vorne. Oh! Einmal zur Seite weg, ei, 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 und direkt vorbei. Jesus. Ja, es tut mir leid, ja, dass ich jetzt... Ja, für Team Coral geht's für dich nicht weiter, Philipp. Es gibt jetzt einen Ersatzmann. Und hier haben wir den Paul Steffen. Da ist er. Starke Kämpfer. Hallo Paul, grüß dich. Und wenn ich dich jetzt mal hier so sehe, ich sag mal so, du siehst fit aus. Danke. Was machst du? American Football spiele ich. American Football, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht in unserer Catch-Sendung. Tja, bist du warm? Musstest du dich jetzt irgendwie vorbereiten? Ja, ich habe ein kleines Warm-up gehabt. Du hast ein kleines Warm-up gemacht und du bist jetzt quasi mit im Team. Mike Zimmer, Singer, nimmt ihn wohl mit in eure Mitte. Das ist Paul Steffen, der jetzt für Philipp einspringt. Ja. Toi, toi, toi euch und hoffentlich keine Verletzten im nächsten Match. Hier ist es. Cross the line. Ja, und unser nächstes Match ist eigentlich wie gemacht für einen Footballspieler. Und wenn wir zurückdenken an den Super Bowl, ja, der war ein bisschen langweilig. Ne? Ja, bei uns ist es aber anders, denn bei uns ist es schnell und spannend. Und das sind die Regeln dazu. Die Teams müssen versuchen, innerhalb von 60 Sekunden so oft wie möglich die markierte Mittellinie zu überqueren. Dort warten zwei Gegenspieler, von denen man sich nicht erwischen lassen darf. Wer gefangen wird, ist sofort raus. Für jeden erfolgreichen Lauf darf man einmal den eigenen Buzzer drücken. Wer den Buzzer nach 4 Runden am häufigsten gedrückt hat, gewinnt. Das erfolgreichste Team bekommt 20 Punkte, die nachfolgenden Teams 10 und 5. Das Team, das die wenigsten Überquerungen der Mittellinie zugelassen hat, verdient sich 5 Punkte extra. Hier kann man ordentlich Punkte holen bei Cross the Line. Und dieses Spiel, das ist wirklich unglaublich. Wir haben es gesehen, denn man muss sogar auf die Regeln achten, was ein gewisser Luke Mockridge, der dieses Spiel erfunden hat, ja, und auch die Regeln mit erfunden hat. Hast du die vergessen? Ja, ich habe die ein bisschen, ausgeweitet und zugunsten von mir selber mal ein bisschen ausgedehnt. Wir können ja mal reingucken. Ja. Das hier war meine Across the Line. Eine Spannweite hast du wie Manuel Neuer. Premiere, ja. Man muss versuchen, also quasi so viele Menschen wie möglich davon abzuhalten, über die Grenze zu kommen. Hier gelingt es mir überhaupt nicht. Also ich fange tatsächlich niemanden. Und ja, aber hier habe ich es dann komplett ernst genommen und den Julian einfach mal komplett abgeräumt. Den sehen wir aber tatsächlich im Finale nächste Woche. Also er hat sich erholt und dann wurde ich tatsächlich disqualifiziert und bin aus meiner eigenen Sendung geflogen. Also das passiert. Du bist mehrmals übertreten. Ja. Also das schon mal als Hinweis für unsere Kandidaten. Übertreten wird bei uns wirklich ganz, ganz genau genommen. Unsere Schiedsrichter, die bei uns nicht im Keller sind, sondern direkt hier an der Seitenlinie stehen, die achten da ganz genau drauf. Was für Tipps hast du noch? Versuchen eigentlich, die ein Team sich auszugucken und das zu verhindern. Also das ist der einzige Tipp, den ich geben kann. Guckt euch den Erstplatzierten aus und versucht, Teamleader auszuschalten. Genau so ist es. Ich bin gespannt auf die Abwehrkräfte, die da Carlos und Julius mitbringen. Oben drüber geht's schon mal nicht. Vor allen Dingen dank Julius. Olli will rüber? Nee, da ist schon zu, Olli. Doch, du darfst noch mal. Kleiner Hinweis an alle am Anfang. Jetzt gleich schon mal den Buzzer drücken, bringt nichts. Der Punkt würde natürlich nicht zählen. Also ihr müsst erst mal rüber machen. Es sieht so aus, als wenn alle ihre Position haben. Ihr wisst, wo ihr hin müsst, buzzermäßig. Dann lasst uns beginnen mit Lauf 1 von Cross the Line. 3, 2, 1, Catch. Das sieht gut aus, schon mal die Grundhaltung von Julius. Der packt auch gleich Mike. Oh, Vorsicht, Julius. Im Eifer des Gefechts. Nicht raus aus deiner Zone, die so 1,20 Meter ungefähr ist. Oh, ist das schon die Rausstellung? Das gibt's nicht. Jetzt gibt's ein Erntefest für alle. Jetzt habt ihr nur noch Carlos. Carlos, du bist der Einzige in Türkis, der verblieben ist. Julius diskutiert noch ein bisschen mit dem Schiedsrichter. Ja, rutscht da eben raus. Das ist bitter. Ihr müsst aufpassen da.
Super, als das Zweierteam, das jetzt nur noch in einer Team ist, das für die Verteidigung zuständig ist. Ja, da geht's natürlich nicht durch. Das Aus für Markus in Gelb, aber die anderen sammeln und sammeln und sammeln. Das ist schon ein Lauf, 10 Sekunden noch, der entscheidet schon für vieles genau. Das hat Olli natürlich aber auch clever gemacht. Der hat da Carlos die ganze Zeit gebunden, deswegen die letzten 2 Sekunden drückt er mal Olli. Wenn man eben auch als Läuferteam so Pärchen bildet, macht das durchaus Sinn. Oh, das ist böse fürs Team Türkis. Es ist böse. Julius rutscht da eben auch so ein bisschen raus. Ist das total gehämmert? Der John McEnroe des Beachvolleyballs. Jetzt wird hier schon diskutiert und reklamiert. Julius, wir gucken uns das nochmal an. Es hieß, du darfst nur in diesem Bereich bleiben. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal an, ob du denn diesen Bereich übertreten hast oder nicht. Wir schauen uns... Zeigen weiß ich so. Ja? Ja. Was ist passiert? Das Problem ist, wenn du 95 Kilo auf einer rutschigen Fläche... Guck mal, schön, ne? Das war noch, da war ich noch dabei. Da war noch alles gut. Nein, das ist ja... Aber weißt du, Beachvolleyball, da hast du auch ein bisschen Bremsmittel. Ja. Und der Fuzzi wollte das da auch sehr, sehr genau. Guck mal da, ich probier's ja, ist ja alles in Ordnung. Ja. Aber guck mal, ich habe doch gar keinen Vorteil. Ich gehe jetzt zurück. Ja, ich gehe jetzt zurück. Aber Regeln... Krieg den nicht? Ja, ich weiß, Regeln sind Regeln. Regeln habe ich zuletzt auch von meinem Oberstudienrat immer gehört. Ja. Naja, du hast trotzdem alles gegeben. Danke. Wir nehmen das hier sehr ernst. Ich bin auch schon genau wegen dieser Regel rausgeflogen. Carlos, du hast versucht, da als Einzelner die Grenze zuzumachen. Aber es war da natürlich, du warst ein bisschen auf verlorenem Posten, oder? Ja, ich glaube, es ging einfach darum, so wenige wie möglich und so wenig wie Bewegung wie möglich zuzulassen, aber jemanden fangen, wie man da ganz gut sieht. Ja. War nicht drin. Also es hat Punkte gehagelt, also it was raining points und nicht men. Carlos, du hast alles gegeben, aber das wird euch wahrscheinlich ein bisschen wehtun, aber gibt jetzt in der Offensive alles. Es ist noch nichts verloren. Carlos von Team Edin. Genau, das ist jetzt die Pflicht für das Team von Edin, das Team Türkis. Ihr müsst jetzt Punkte, Punkte, Punkte machen. Jetzt sind die Orangenen dran. Und zwar mit einem neuen Mann, mit Paul, der an der Seite von Kevin jetzt da diesen Riegel bildet. Die anderen dürfen laufen. 3, 2, 1, Catch. Das ist gut mit der Bewegung, auch seitliche Bewegung machen. Jetzt habt ihr alle in einer Hälfte. Wenn ihr euch jetzt richtig gut seitlich bewegt, guckt mal, wie gut ihr das macht. Ja, taktisch wunderbar. Ihr merkt, es gibt kaum Sounds. Nein, nur einmal drücken, Jasmin, aber genau, der Punkt zählt natürlich auch für dich. Und jetzt können auch die Läufermannschaften Teams bilden. Wer traut sich? Gelb auf der einen, gelb auf der anderen Seite. Toll gemacht von Jasmin und Felix in diesem Fall. Gelb macht es gut. Lila ist so ein bisschen blockiert. Ihr Orangenen, das ist eine Blaupause für super Verteidigen. Abwehrkräfte gefragt in dieser Zeit ohnehin. Ja, da rutschen mal ein paar durch, aber ihr habt keinen Dauerverkehr, den ihr zulasst. Das ist super. In der Mitte tut sich eine Lücke auf. Lila stößt gerne rein, aber viel besser kannst du es nicht verteidigen. Jetzt Jasmin, freier Weg für dich. Auf geht's. Die letzten Sekunden, mach doch mal, drück drauf, gut, top. Riesenrespekt, ihr Orangenen. Paul, der ist natürlich frisch, macht das da super an der Seite von Kevin. Da sieht man mal, wie man auch mit der Spannweite und vor allen Dingen vielen seitlichen Bewegungen da richtig gut den Verkehr stoppen kann. Oder siehst du es anders, Simon? Ich sehe das gerade, ja, das ist ja unglaublich. Niko Kovac wäre neidisch über so eine Defensive. Bist du was ist deine Position beim Football, Paul? Linebacker. Linebacker, okay, das hat man gesehen, der Typ kann die Linie halten. Vorletzte Runde. Mike ist mit dabei. Es ist auch ein Spiel für Tennisspieler. Olli ist da herausragend gut drin. Viele seitliche Bewegungen, die könnten Lila und vor allen Dingen Olli jetzt helfen. Auf geht's, Lauf 3 von Cross the Line. 3, 2, 1, Catch. Wer traut sich als erstes? Es sind die Türkisen mit Carlos, der läuft. Genau, so ein bisschen in Bewegung bleiben. Die Mitte wird aufgemacht. Entscheide dich. Das ist wichtig, Yannick. Dann sei konsequent. Ihr lauft gut, alle. Selena, du wirst erwischt, bist raus. Ab durch die Mitte. Markus ist derjenige, der punktet für Gelb. Gelb ohnehin vorne. Ja, das geht auch so. Lukas bindet so ein bisschen die Lilanen in der Mitte. Und
Markus nutzt das aus, jetzt Lukas mal. Aber das ist gut verteidigt bis hierhin. Olli, das ist eine klasse Mann. Jetzt packst du zu, Carlos ist raus. Jetzt habt ihr nur noch drei, die da mit dabei sind, auf die ihr aufpassen müsst. Jetzt nur noch zwei, Markus ist erwischt. Jetzt ist es ein direktes Duell, 2 gegen 2. Noch 10 Sekunden. Olli, du verlässt das Spielfeld, pass auf. Julius, ja, Punkte nochmal für Türkis. Mach schnell, 3, 2, 1. Lukas, noch ein Punkt in Game. Schade, Julius. Guter Antritt. Stark aufgeholt, Türkis. Julius, du hast wahnsinnig geil in der Offensive Gas gegeben, so viele Punkte gemacht. Ich glaube, deinen Fehler hast du wettgemacht, oder? Ja, ja. Ich müsste jetzt eigentlich antworten, ne? Ja, aber du bist kaputt. Aber ich bin sehr happy. Ne, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, ich konnte mein Team so ein bisschen wieder rausreißen. Ja, wenn du so weitermachst, wirst du ein ganz großer. Oh, cool. Hey, den, ja, der Teamchef, der sägt das ab. Er zufrieden ist. Ja. Auch. Ja. Ja, also hier ist im Team Türkis ist die Welt wieder in Ordnung und wir geben zurück zu Jan. Boah. Danke, Luke. Und wir gucken auf die Mannschaft, die jetzt als letztes den Widerstand organisieren muss. Es ist das Team Gelb. Jasmin im Zusammenspiel mit Felix Schmidt. Ihr steht herausragend gut da, Jasmin, mit 47 Buzzern bis hierhin. Oh. Ihr habt 23 Buzzer Vorsprung auf Lila. Wie habt ihr das bitte schön gemacht? Aber es braucht noch mal richtig gute 60 Verteidigungssekunden. Und alle Läufer sind aufgerufen, noch mal richtig Gummi zu geben. Letzter Lauf bei Cross the Line. 3, 2, 1, Catch. Perfekte Grundstellung von Jasmin. Genau, die zwei Punkte, die die anderen machen, tun euch nicht weh. In der Mitte kommt sie ein bisschen durch. Genau, sprecht euch ab. Felix und du, da kommt ihr ein bisschen zu spät. Jetzt bist du dran an Melanie. Die ist raus, darf, glaube ich, nicht mehr buzzern. Melanie, wenn du erwischt wurdest. Okay, das überprüfen wir noch mal. Ihr habt noch 37 Sekunden, die ihr überstehen müsst, da in der Mitte, ihr Gelben. Die anderen punkten relativ fleißig. Bewegt euch nochmal, genau. Gut, Jasmin, Zusammenspiel mit Felix wichtig. Räume eng machen. Jetzt habt ihr alle auf einer Seite. Irgendwo kann mal einer durchflutschen. Das tut nicht richtig weh, aber die großen Bewegungen müsst ihr verhindern. Ganz knapp zu spät, Jasmin. Jetzt hat sie Kevin mit den Fingern berührt. Kevin, dann musst du raus. Paul ist auch raus. Wenn du berührt wurdest, raus bitte. Die letzten 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das wird der Sieg für Gelb, zumindest was die meisten Buzzer angeht. Ihr habt am fleißigsten gesammelt. Starke Runde insgesamt. Simon, du stehst da mit Sissi. Sissi, du bist eine Sportlerin. Du bist Hockeyspielerin, Europameisterin, Weltmeisterin. Du hast mit 3 Jahren, ja, da kann man auch mal applaudieren, finde ich auch. Du hast mit 3 Jahren angefangen mit Hockey. Hattest du überhaupt Zeit, jemals fangen zu spielen? Ja, hatte ich schon. Ich habe 3 größere Geschwister und die hatten da ganz viel Spaß mit mir, glaube ich, weil ich dann immer die Doofe war. Okay, die Geschwister haben wir nicht, aber wir haben dich und ein paar deiner Mitspielerinnen. Wir schauen mal, was Sissi so treibt mit Stock in der Hand. Schläger natürlich. Franziska Hauke. 29 Jahre, 1,73 Meter, 61 Kilo. Hockey-Nationalspielerin. Spielt bereits seit ihrem 3. Lebensjahr. Mehrfache deutsche Meisterin und seit 2005 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. 2013 Europameister, 2016 Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio, 2018 Weltmeister, 152 Länderspiele. Weltmeisterin, Europameisterin, Bronze bei Olympia, es ist eigentlich klar, was das letzte oder das nächste große Ziel ist. Ja, Gold in Tokio wäre geil, aber mal schauen. Vielleicht solltet ihr Fangen spielen zum Üben. Vielleicht. Dankeschön. Ja. Ich gebe wieder ab zu Andrea.
Ja, da drücken wir natürlich die Daumen. Vielleicht nimmt sie ihr vorher sogar noch die Deutsche Meisterschaft empfangen mit. Das. Wer weiß. Wir schauen auf die Punkte und da sehen wir, dass Team Jasmin richtig abgeräumt hat. 20 Punkte für Team Jasmin, 10 für Team Oliver und Team Mike. Die brauchen diese Punkte so wichtig. 5 Punkte und die bekommen sogar noch einen obendrauf. Also Bonuspunkte für die beste Defensivarbeit, 10 Punkte für Team Mike und dass sie dann im Gesamtpunktestand so aus. Immer noch das Schlusslicht Team Mike Singer und immer noch ganz vorne Team Oliver zwischen Team Jasmin und Team Edin. Und von zwei Teams müssen wir uns gleich verabschieden. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Das Kandidatenfeld wird gleich ein bisschen dünner. Das ist die letzte Runde, wo wir noch mit allen 4 Teams fangen. Spielen wäre ja eigentlich eine komplette Untertreibung. Es kämpfen ist für mich eines der härtesten Matches, was jetzt dann gleich kommt. Ich habe ja auch ein bisschen Fangen gemacht hier bei Catch. Und wir können uns ja mal angucken, wie ich mich geschlagen habe im Obstacle Race. Da jag ich quasi über den Parcours, den wir auch Woche für Woche ändern. Also man kann sich keine Route merken. Wir würfeln quasi immer neu. Und es kam, wie es kommen musste. Ich habe alles gegeben. Und dann kommt das. Boah, das war voller Körpereinsatz. Ja. Und da hatten wir alle kurze Zeit Angst um dich. Ja, es sieht spektakulär aus. Ich gebe da tatsächlich alles. Das war quasi mein Himmelfahrtskommando. Ich wollte alles geben. Man sieht sogar daran, wie gefährlich dieser Sprung war, sieht man an der Reaktion von Sophia Tomalla. Ich glaube, man kann nochmal zurückgucken, wie man guckt. Da. Sophia, das ist die blanke Angst und die datet Rammstein-Sänger. Also die ist Action gewohnt und wenn sogar Sophia Tomalla Schiss kriegt, dann kann es eigentlich nur ein Sturz bei Catch sein. Alter Schwede, das... Das kannst du jetzt für immer auf deine Vita schreiben. Ist das überlegen. Das bitte in meinen Wikipedia-Artikel reinschreiben, wer auch immer dafür verantwortlich Überlebte ist. Überlebte diesen Sturz und dann ein kleines Foto davon. Also, kurze Rede, langer Sinn, hier ist unser nächstes Match. Obstacle Race. Also unser Match ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich dabei nicht wehtut. Und das ist auch schon die erste Regel. Die weiteren kommen hier. Die Teams müssen entsprechend ihrer bisher erreichten Platzierung zwischen 20 und 26 Sekunden entkommen. Wird der Läufer gefangen, ist er aus dem Spiel. Der verbleibende Spieler wird jetzt zum Läufer und das gegnerische Team schickt einen neuen Fänger aufs Feld. Schafft es ein Läufer zu entkommen, bleibt er im Spiel und das gegnerische Team muss einen neuen Fänger stellen. Sobald alle Spieler eines Teams ausgeschieden sind, hat das Team verloren. Die Gewinner des Duells ziehen ins Finale ein. Ja. So sieht's jetzt aus und wir wollen natürlich sehen, wer gegen wen spielt. Es geht immer 1 gegen 1 und wir gucken damit mal auf unsere Platzierungen, denn die wandeln sich dann in Sekunden aus. Hier, Oliver führt und Team Mike ganz abgeschlagen. Das bedeutet in Sekunden, Team Oliver muss nur 20 Sekunden weglaufen, während Team Mike 6 Sekunden länger weglaufen muss. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel, 6 Sekunden länger. Tut aber dann doch weh im Parcours, oder? Ist in unserem Parcours hier beim Obstacle Race eine halbe Ewigkeit. Also 6 Sekunden kann zu einer Ewigkeit werden. Ja, da schauen wir doch jetzt mal. Also, wir starten mit Team Oliver gegen Team Mike Singer. Und jetzt übernimmt, wie immer, unser Mann am Mikro, Jan Platte. Ja, willkommen zum Parcours Paradise. Lila hat sich schnell entschieden. Wir haben in anderen Sendungen auch schon gesehen, dass da ganz schön taktiert wurde. Was? Philipp macht den Weg natürlich mit. Der bleibt Teammitglied von Orange. Die anderen 4 laufen. Also, und wir haben das erste Duell. 26 Sekunden, Mike, musst du davonkommen. Dann hast du den ersten in Lila ausgeschaltet. Aber Yannick wird alles dafür tun, dass es anders kommt. Lauf 1. Von unserem Obstacle Race. Auf geht's, Janik. Du musst los, Janik. 2, 1, Catch. Ich finde die Anfangsposition von Mike ganz gut, aber du musst eben auch in die Geschwindigkeit kommen, um dann wegzulaufen. Das hast du vergessen. 5,8 Sekunden dauert es nur. Janik, der ist relativ groß mit seinen 1,85, aber der schwebt da drüber und er hat Mike sofort in diesem Fluchtmodus, da guckst du dich nicht mal richtig um, aber selbst das reicht schon, um die Geschwindigkeit zu drosseln und die entscheidenden Meter zu verlieren. Das untenrum sieht super aus, aber dann packt er dich mit seinen langen Armen und aus dem Fänger, Yannick, wird jetzt der
Läufer Yannick und Paul, du bist dran, der erste Fänger des Teams Orange. 20 Sekunden, Yannick, die du entkommen musst. 3, 2, 1, Catch. Den musst du greifen. Ganz sehr ruhig, schön. Yannick nimmt die Außenbahn. Und der überlebt auch nicht wirklich lange in unserem Parcours. Noch keiner da, bei dem man wirklich Ideenklau betreiben kann, was die Taktik angeht. Paul, ja, da sind auch viele Parcours-Elemente bei dir als Footballer mit dabei. Du packst auch sofort zu. Viele gute Bewegungen. Sehr leichtfüßig da auf den über einen Meter hohen Hindernissen. Ja, und dann ist es die rechte Schulter, die du dir schnappst. Ja, noch ist lustig. Noch ist lustig, sagt Olli. Der spielt so großartig bis hierhin. Auf geht's, Olli. Auf geht's, Olli. Ruf dir dein Team zu. Ich tue dasselbige. 26 Sekunden hast du Zeit. 3, 2, 1, Catch. Das Duell Olli gegen Paul. Der hat natürlich den Vorteil. Gute Rutschaktion von Olli, dass er noch nicht so lange mit dabei ist. Der ist frisch wie sonst was. Ja, das ist top. Olli, du warst auf dem Weg. Wenn du da reinrutscht unten rum, dann hast du gute Chancen. Die Richtungswechsel von Paul reichen, um doch das Ding zu überstehen. Oder bist du da dran? Mensch, du machst die Loop da fast mit deinem Sprung. Auf geht's, mach. Eine Zentimeterfrage. Guter Abgang, Olli. Und knapp was. Yannick raus, Olli raus. Aus dem Team Lila, das hier als erstplatziertes Team reingegangen ist in dieses Obstacle Race. Wir haben jetzt mit Felix den Cheerleader, der den ganzen Abend performt wie nur sonst was. Dein Team braucht dich, Felix, auch jetzt. 3, 2, 1. Catch. Paul wählt erstmal den größtmöglichen Abstand, macht ein paar Sekunden, in dem Felix da mal kurz hängen bleibt mit dem rechten Bein. Ja, halt ihn in Bewegung. Der hat jetzt schon einen Lauf, du bist dran. Du bist komplett dran, jetzt willst du. Du, super. Jungs, tut euch nicht weh. Jasmin kann gar nicht richtig hingucken und auch Edith steht da mit den Armen über dem Kopf verschränkt. Ja, aber es ist ein einkalkuliertes Risiko hier von Felix, der nimmt Tempo auf, oben rum und dann zuzupacken. Wow, kurz mal da die Stange geküsst, Paul, hoffentlich alles okay bei dir. Was für ein Sport von euch beiden. Riesen Respekt. Kevin kommt für Orange. Mensch, auf was für einem Niveau wir uns schon wieder bewegen. Du kriegst noch eine Sekunde Zeit, um durchzuschnaufen. Nach dem Lauf, Felix, hast du dir das verdient. Und jetzt kommt Kevin auf dich zu. 3, 2, 1, Catch. Ein Parcourer, der das hier jeden Tag macht. Aber das sind Richtungswechsel, die auch einen Hasen neidisch machen würden. Genau das ist so wichtig. Viel links, rechts. Aber dafür muss man eben auch die Kraft haben. In der letzten Sekunde noch entschieden, richtig entschieden. Untenrum ist gerade schneller als untenrum. Du stopperst und schaffst es trotzdem. Wow, wow. Auch Luke aus dem Häuschen. Und das ist eine Leistung. Kevin Rutkowski rauszunehmen, einen der tollsten Parcourer, die wir in Deutschland haben. Es ist der Matchball fürs Team Olli, fürs Team Lila. Und Zeyna, dir gehört jetzt die Catchbühne. Der Kerl ist schon so viel gerannt. Zum Boxsport gehört auch Ausdauer, gehört Antrittsschnelligkeit dazu. Es gibt kaum ein schöneres, ein anstrengenderes Training als das beim Boxen. Du weißt es besser als ich. Zeig's allen. Er gehört dir. 3, 2, 1, Catch. Alles oder nichts fürs Team Orange. Und wie schnell ist Zeyna da auf den ersten Metern? Bring ihn ins Laufen.
Macht nichts, du hast noch 12 Sekunden Zeit. Kein Grund, komm schon, nervös zu werden. Aber genau, beweg ihn. Das ist gut. Jetzt hast du ihn in der Ecke. Oh, untenrum an den Füßen. Fast die Chance zuzugreifen. Versuch doch mal irgendwas. Zena, schade. Sehr, sehr schade. Aber Felix macht das eben auch ganz, ganz stark. Oh, wow. Sie sind die Oma von Felix? Von Felix, ja. Und ist er in der Kindheit früher auch immer weggerannt, wenn Sie mit dem Kochlöffel hinterhergelaufen sind? Den brauch ich bei ihm nicht. Und ist er immer schon der Schnellste gewesen? Er war ein Flotter von eh und je. Er hat auch viel vom Opa. Das war auch ein super Marathonläufer. Das war auch ein Schneller. Ein Durchtrainierter, der ist Marathon immer gelaufen. Genau. Und trainiert. Also die Oma ist stolz. Ja. Felix ist im Finale. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Team Oliver! Was für ein Super! Also, hier überschlagen sich die Ereignisse. Und die Ereignisse überschlagen sich auch, wenn ein professioneller Hip-Hop-Tänzer, der sogar schon Weltmeister ist, sein Ding macht. Lukas Bönninghausen, der läuft jetzt und der ist professioneller Tänzer. Bitteschön. Lukas Bönninghausen. 30 Jahre, 1,85 Meter. Professioneller Tänzer. Mit 15 Jahren Tanzschule. Kommt beim Abschlussball auf den Geschmack, als er eine Hip-Hop-Formation auftreten sieht. Meldet sich sofort zum Kurs an. 2008 Deutscher Meister im Hip-Hop-Tanz in der Kategorie Duo. 2009 und 2010 direkt nochmal. Bricht für seine Tanzkarriere sein Sportstudium ab. Seitdem als Tänzer für Fernsehshows und Events so gut wie durchgebucht. Lukas Bönninghausen, guck mal das, athletisch springt er hier auf. Du bist Hip-Hop-Weltmeister, kann man das sagen? Nee, Deutscher Meister. Deutscher Meister im Hip-Hop. Inwieweit ist Hip-Hop für dich jetzt ein Plus in diesem Parcours? Worauf kannst du zurückgreifen? Gute Frage. Ich glaube, im Tanzen bist du sowieso sehr vielseitig von deiner Bewegung her. Von daher, glaube ich, kann ich gut auf mein Repertoire zurückgreifen und da, glaube ich, ein bisschen mit punkten, ja. Ja, und Hip-Hopper laufen ja vor allem gerne weg, vor allem, wenn es ein Drive-By-Shooting gibt. So hart wird es hier nicht. Euer Lauf. Bitteschön, Jan. Lukas macht sich auf den Weg zu seinem Team. Jasmin präpariert nochmal die Laufschuhe genau richtig. Anscheinend die erste, die reingeht in den Parcours. Nee, also. Edin. Nö, ich hab keinen Bock mehr. Du hast keinen Bock mehr. Nö, aber wir brauchen dich noch. Fuck. Das ist so gut gemacht. Come on, Edin. Großartiger Fänger bei Under Construction. Und jetzt bist du in der Läuferrolle. Und kriegst es mit Felix Schmidt zu tun. Der ist nur professioneller Parcourer. Du musst also keinen Schiss haben. 24 Sekunden, Edin. Die du davon laufen musst. 3, 2, 1, Catch. Ja, so ein bisschen Versteckspiel unterzurühren macht definitiv Sinn. Oh. Also dafür gibt es keine Punkte, Felix, aber ich glaube, das ist der quickest Catch. 3,7 Sekunden hat es gedauert. Schneller ist bislang noch keiner rausgegangen aus diesem Catch-Viereck. Ihr müsst tauschen, Edi, genau. Du bist raus und jetzt Julius, Sissi, Carlos. Ihr müsst euch absprechen, wer schickt in Türkis den Fänger rein. Julius kommt. Ja, das war auch kacke. Völlig richtig, den mit Applaus zu begrüßen. So viele großartige Momente im Sand, an die wir uns alle gerne erinnern. Jetzt braucht es den großartigen Moment für Türkis im Obstacle Race. So, Felix.
Go, go, go! 3, 2, 1, Catch! Auf Julius! Come on, come on! Julius vor allen Dingen auch mit wahnsinnig langen Felix. Armen gesegnet! Felix, boah, bist Felix, du nah dran, Felix! Felix. Das ist doch viel zu riskant! Oh yes! Julius guckt ihn sich aus! Und dann packt er zu! Nicht ins Laufen gekommen, nicht in den Fluss gekommen, Felix! Von Anfang an lebt er da unglaublich gefährlich. Julius dagegen sehr, sehr easy drüber über die ersten Hindernisse. Und dann macht er den Weg dazu. Das Stoppschild in Türkis. Das sind halt auch große Jungs mit weit über 1,80. Bisschen kleiner hilft bei den vielen kleinen Wechseln von links nach rechts. Markus kommt. Stark gelaufen bislang. Unser Wildcard-Gewinner. Und stark laufen jetzt auch sein Motto gegen Julius. 3, 2, 1, Catch. Ein stetes Wechselspiel bislang. Von Gelb zu Türkis und wieder zurück. Oh, wie kann man sich denn da so verschanzen? Das ist doch viel zu gefährlich. Markus verliert den Halt. 15 Sekunden hat er noch Zeit. Julius nutzt jetzt mal die ganze Spielfläche. Jetzt seid ihr sehr nah aneinander dran. Zu nah. Aus Julius Sicht. Denn der wird erwischt. Und der Trend bleibt bestehen. Es gibt keinen, der wirklich lange drin bleibt. Sissi übernimmt. Beachvolleyball-Olympiasieger raus. Eine wahnsinnig erfolgreiche Hockeyspielerin rein. Und Markus hier erfolgreich als Fänger. Du musst jetzt auf und davon kommen fürs Team Gelb. 3, 2, 1, Catch. Ihr habt die Regeln ohnehin alle wunderbar verinnerlicht. Nur noch mal für alle, die es bislang noch nicht wissen. Nur mit den Händen darf gecatcht werden. Markus und Sissi. Ja, du hast ein gutes Tempo, Sissi. Genau. Schneid ihm den Weg ab. Du hast noch knapp 10 Sekunden Zeit. Ja, du stellst ihn da gut. Der verhaspelt sich. Du bist dran. Du bist dran. Fang ihn hier. Fast. Wahnsinn. Eine Handbreite, die fehlt. Du musst noch nicht, Jasmin. Ihr bleibt drin in Person von Markus. Das geht sowas von eng zu, auch im zweiten Lauf bei unserem Obstacle Race. Ich guck noch mal runter. Sissi raus, Julius raus, Edin raus. Das heißt, Carlos, du bist die letzte türkise Patrone. Markus ist schon so viel gerannt. Den musst du dir jetzt schnappen. Sonst war's das mit dem Finaltraum für euch in Türkis. 3, 2, 1, Catch. Alle Systeme gleich hochfahren. Carlos, ja, da bist du auf einem guten Weg. Das wird was. Das sieht man von Anfang an. Carlos, fantastisch. Gejagt und zugepackt. Und jetzt sind noch zwei Läufer in Gelb da. Lukas und Jasmin. Und Jasmin ist die Nächste. Die Teamkapitänin nimmt sich jetzt also Carlos vor, dessen Lauf und dessen erfolgreiches Abklatschen wir hier sehen. Ein Soft-Touch, der zählt die beiden Sportsmänner. Die sind aber schon wieder räumlich voneinander getrennt. Jasmin, du bist dran. Carlos ist dein Ziel. Carlos, Fokus! 3, 2, 1, Catch. Ganz wichtig, Jasmin, genau, dass du ihn in Bewegung hältst. Nicht taktieren, beweg ihn. Also genau, nicht so statisch, nicht zu meditativ versuchen, sondern mit Aktion. Wunderbar, Jasmin, noch 10 Sekunden. Halt ihn in Bewegung. Jede Drehung tut ihm im Nachhinein weh. Der ist schon so viel gelaufen heute fürs Team. Genau, komm. Du kriegst ihn nicht, aber er muss noch mal was machen. Und wenn es der Antritt ist, der euch hilft, das ist Teamarbeit, Jasmin. Genauso geht's. Und Lukas wird es dir gleich möglicherweise danken. Ja. Voll die Ecke gleich. Gar nicht. War super. Alles gut. Komm. All in, der letzte Lauf. Für Gelb
Und für Türkis, Lukas oder Carlos. Der Sieger dieses Laufes bringt sein Team ins heutige Finale. Zwei, 24 Sekunden Hochspannung. Lukas ist sofort im Tempo. Carlos muss weg. Oh, was für ein Sprung. Der ist super, der Sprung. Der nächste hinterher. Aufstehen. Sehr gut. Lukas macht den Start. Noch 10 Sekunden. Carlos, du bist ein Wahnsinniger. Wie du da entkommst. Die Ecke entscheidet über alles. Du hast ihn. Du hast ihn ins Leere rutschen lassen. Du gehst ihn ins Finale ein. Bye, bye, Gelb. Carlos, der Parkourer, entscheidet in seinen Lieblingsgefilden dieses letzte Duell des Obstacle Races für sich und für Türkis. Eieieiei, also es war spannend bis zum Schluss. Markus, komm her, klatschnass geschwitzt. Und hier die Türkisen. Alter. Und Carlos, Man of the Match. Aber es war eine Teamleistung. Unglaublich, dass du da echt noch entkommen bist. Was ging dir da durch den Kopf, als der Lukas dich da gejagt hat? Wochen. Nicht viel. Einfach nur reagieren. Und ja, da kommen die Instinkte einfach in einem raus. Ja, und Team Edin, ich meine, das. Komm zu uns. Ich hab vorgelegt, ganz klar. Ja, ich hab den Vorsprung rausgeholt. Ne? Wegen mir haben wir gewonnen, ganz klar. Also, es ist eine Teamleistung. Alle Sekunden zählen und ihr seid im großen Finale. Jetzt geht's um Kondition, also nur noch ums blanke Überleben. Einfach nochmal bis zum Kotzen, Vollgas. Carlos legt sich nochmal unter das Sauerstoffzelt. Ihr seid im Finale und von Team Gelb müssen wir uns leider verabschieden. Jasmin, woran lag's? Woran lag's? Also ich bin ja schon total stolz, dass es so eine ganz kleine Lücke gab, wo Carlos sich verschätzt hatte. Ja. Aber dann hatte ich nicht mehr genug Zeit. Also woran lag's? Das ist einfach, der ist einfach super, der Carlos. Also. Ja. Aber du hast es toll gemacht, du bist weit gekommen. Das ist dein Applaus. Wir hatten ein geiles Team, danke. Mega-Team. Und ja, das war deine erste Catch-Erfahrung. Ja. Hast du Spaß gehabt? Sehr. Ja? Sehr. Ich würde wiederkommen. Du kommst wieder, damit ist die Einladung ausgesprochen. Wir halten uns dran. Aber jetzt heißt es erstmal zurückziehen. Ja. Das war's erstmal. Endstation Obstacle Race für Team Gelb. Und ja, hier wird noch heftig geschnauft. Wir gehen zu Andrea. Ja, schon alleine jeder, der hier mitmacht, hat schon mal größten Respekt verdient. Das ist wirklich Höchstleistung, vor allem für nicht professionelle Sportler. Und deswegen haben wir Mike Singer auch schon vorher unter ein Sauerstoffzelt gestellt, damit der jetzt nämlich für uns und vor allem für die Mädels hier singen kann. Normalerweise müssen sogar irgendwelche Geschäfte geschlossen werden, weil einfach zu viele Teenager auftauchen. Hier ist er, Freihaus. Mike Singer wieder mit Atem und Ulala gemeinsam mit Unique. Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom, auf Zoom. Es ist sicher keine große Liebe, die sie heute Nacht noch sucht. Sie weiß ganz genau, was sie tut, weiß ganz genau, was sie tut. Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Sie geht heute nicht allein, nein, nein. Gin auf Eis, für den Vibe. Sie ist so Miami nice. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Sie geht heute nicht allein, nein, nein. Gin auf Eis, für den Vibe. Für den Vibe, oh Baby, ich sag. Ja, ich hab dich schon beim Reingehen entdeckt. Sag deinem Mädels, du musst gerade mal kurz weg. Schreib deinem Freund, du kommst morgen erst nach Haus. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Komm, wir hängen zusammen im Separé. Mach dir keinen Kopf, denn niemand kann uns beide sehen. Bestell dir noch ein Moe. Baby, nimm mein Portemonnaie. Nee, ist okay. Komm, wir hängen zusammen im Separé. Separé. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Sie geht heute nicht allein, nein, nein. Schön auf Eis, für den Vibe. Sie ist so Miami nice. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Sie geht heute nicht allein, nein, nein. Schön auf Eis, für den Vibe. Für den Vibe, oh
Baby, ich sag ja, ich hab dich schon beim Reingehen entdeckt. Sag deinem Mädels, du musst gerade mal kurz weg. Schreib deinem Freund, du kommst morgen erst nach raus. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Wir laufen Slow-Mo in den Club, machen Staub oder Muck, Eis am Handgelenk rum. Hey. Scheiß auf was du denkst, look, und mit wem du hängst, look, auf wird viel zu eng, guck. Hey. Wir suchen Hardys für die Afterparty, Kick ist nice, Hobby, Treffpunkt in der Lobby. Trink du Body, Shots von deinem Body. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf, aber halt's on the low, ohne Bilder und so. Sex mit Niveau, lass dann nada, no, spiel das Spiel, kleine Ho. Keine Ho, ich bin Rapstar, Black Slime Pro, Baby, sag. Ja, ich hab dich schon beim Reingehen entdeckt. Ula, ula. Sag deinen Mädels, du musst gerade mal kurz weg. Ula, ula. Ich hab deinen Freund, du kommst morgen erst nach Haus. Ula, ula. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Mike Singer. Und das Album gibt's ab nächste Woche, kommenden Freitag. Trip heißt es und ist für Sie dann erhältlich. Wir schauen jetzt auf unser nächstes und letztes Match des Abends. The Circle. Ja, und die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Wer aufgibt, ist sowieso raus. Ja, beide sind Fänger und Wegläufer in einem. Also ist hier kann man eigentlich nicht bescheißen. Hier geht's ans Eingemachte. Und das ist es hier nochmal, die Regeln. Die Spieler starten auf sich gegenüberliegenden Seiten eines Kreises. Beide sind Fänger und Läufer zugleich. Ein Spieler kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit einem Mitspieler wechseln. Jeder aus dem Team darf nur einmal laufen. Das Team, dessen Spieler seinen Gegner einholen und fangen kann, gewinnt das Match und zieht ins große Finale ein. Ich bitte euch, Teams, geht auf eure Position, überlegt euch gut, wer wann antritt. Macht euch nochmal warm, locker. Und damit übernimmt jetzt zum letzten Mal an diesem Abend, und wir bekommen gleich die Antwort, wer ins Finale einzieht, Jan Platte. Und wir sehen Olli, und wenn ich mich recht erinnere, hat er über seine Teamrolle zu Beginn der Sendung gesagt, ich reiche Gebäck. Also deine Laufkekse haben bislang auf jeden Fall ihre Wirkung nicht verfehlt. Olli, du hast selber viel dafür getan, dass Lila ins Finale gekommen ist. Ihr habt einen Zehnkämpfer dabei, ihr habt einen Cheerleader dabei, dessen Programm immer so 2 Minuten 30 dauert. So lang reicht auch seine Ausdauer. Hat Felix über sich selbst gesagt, aber auf der anderen Seite auch ein tolles Team mit Edin, mit Carlos, mit Sissi und auch mit Julius. Und ich sag nur noch mal, der Staffelstab, den man so übergibt, der schreibt auch seine eigenen Geschichten ganz gerne. Denn den muss der Läufer bzw. die Läuferin immer bei sich haben. Fällt er runter, dürft ihr nicht weiterlaufen. Ihr müsst den Staffelstab dabei haben. Edin beginnt. Und er nimmt es zunächst auf mit Yannick. Nein, nein, okay, dann gib den Stab weiter, denn dann sind wir alle bereit. Noch mal ein kleines Psychospielchen. Die sind sowas von erlaubt und erwünscht, Edin. Also, wir haben Julius als Startläufer für Türkis. Wir haben Yannick auf der anderen Seite fürs Team Lila. Es geht um den letzten Platz in unserem großen Catch-Finale. Drei, zwei, eins, Catch. Tempo halten, die Ansage. Yannick geht es ziemlich schnell an, der Zehnkämpfer, aber Julius ohne Probleme auf der ersten Runde. Wie Luke gesagt hat, beide Läufer und Fänger in einem. Sich festhalten am Ring ist nicht erlaubt. Denkt dran, dass ihr wechseln könnt, auch wechseln müsst. Jetzt verlangsamt Yannick aber wieder so ein bisschen. Julius, du machst es gut gegen einen Mann, der A, ein paar Jahre jünger ist, und der B, das eine ganze Zeit lang auch professionell schon macht. Das ist klasse von Julius. Das ist nämlich wichtig, dass der erste Läufer nicht zu schnell sagt, wechsel, ich kann nicht mehr,
Das ist auf eine sehr souveräne Art und Weise, wie Julius da auch gegen die Fliehkräfte arbeitet. Das ist gar nicht so einfach auf unserem Parcours, der so um die 36 Meter lang ist, wenn man ihn einmal rumläuft, die ganze Zeit die Optimalspur auch zu halten. Es ist ein toller Beginn, weil wir sehen, dass da zwei richtig starke Läufer unterwegs sind. Yannick begann schnell, um jetzt aber konstant in seinem Tempo zu laufen. Carlos, so sieht es aus, wird dann irgendwann der Nächste sein. Es wird was zugeraunt. Julius gibt, glaube ich, schon mal das Zeichen. Die Frage ist, wie lange kann Yannick noch? Denn der kriegt jetzt jemanden, der ihn frisch verfolgt. Carlos, der Stab klappt, die Übergabe mit einem Sprung. Und Carlos gibt Gummi. Ja, Nick, du musst aufpassen. Und es wird, glaube ich, Zeit sein zu wechseln. Ho, ho, ho. Yannick, du musst Sprintqualitäten zeigen. Er will wechseln. Schafft ihr das noch? Du musst loslaufen. Du musst laufen. Nein, Lila entkommt nicht. Türkis hat das Final-Show-Ticket in der Tasche. Es war mir eine Ehre. Ey, das war die Sau, dieser kleine Fuchs. Mann, 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 Mann. Wahnsinn! Team Edin hat es geschafft, der Einzug ins Finale. Carlos, ich weiß, reden ist jetzt nicht unbedingt leicht. Aber ich habe bei dir schon ehrlich gesagt öfter mal gedacht, nee, du kannst jetzt gleich nicht mehr. Aber dann hast du hier Gas gegeben. Wahnsinn! Wo nimmst du die Kraft her? Von dem Team. Geilstes Team der Welt. Geilstes Team. Julius, dass du noch so viel Energie hast. Ja, und das mit 36 Jahren. Also das müssen wirklich meine Trainer schauen, dass ich in so einem laktaziden Scheißrennen tatsächlich noch irgendwas dazu beitrage, dass wir hier gewinnen. Wahnsinn, ja. Unglaubliche Bilder. Wahnsinn. Also dass das hier, kommt her, kommt zu uns. Edin, Wahnsinn. Finale. Und du musstest nicht mal laufen. Du warst so schnell. Das hier hat den Unterschied gemacht. Ein unglaubliches Rennen. Und so schnell war es, glaube ich, noch nie vorbei. Also da hat sich Team Lila ein bisschen vergaloppiert. Ja, aber taktisch von euch eine 1 mit Stern. Das war wirklich unglaublich gut. Ihr steht im Finale. Und dieses Finale spielen wir nächsten Freitag. 20.15 Uhr heißt es. Catch. Und da geht es dann wirklich um die Deutsche Meisterschaft 2019. Da müssen Sie dabei sein. Ihr seid eh dabei. Team Türkis! Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Bis Freitag. Tschüss. Nächste Woche kämpfen im großen Catch-Finale David Odonkor, Janine Michaelsen, Edin Hasanovic und Fabian Hambüchen zusammen mit ihren Teams um den Titel Deutscher Meister im Fang 2019. Und Luke macht den Weg frei.